Dies führt uns zum Tagesordnungspunkt 3. Hier geht es um die Wahl der Beigeordneten für den Geschäftskreis Wirtschaft, Digitales Personal und Sicherheit. Wir haben drei Kandidaten, die mir bisher signalisiert worden sind, nämlich Frau Dr. Lila Farkas, Herr Thomas Lazinski und Herr Jan Bratzka. Ich darf zunächst einmal fragen, ob es weitere Vorschläge gibt. Das kann ich nicht sehen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir, so wie wir das bei der Tagesordnung beschlossen haben, jetzt einsteigen zunächst in eine Kurzvorstellung aller drei Kandidaten, in der Hoffnung, dass auch alle drei heute hier anwesend sind. Ich würde das machen in der Reihenfolge, wie sie hier mir auf dem vorbereiteten Stimmzettel vorliegen, und fragen Frau Dr. Lila Farkas. Herr Oberbürgermeister, nur zur Klarstellung, Sie haben gerade von einer Kurzvorstellung gesprochen. Ich glaube, wir hatten 5 Minuten immer. Also, dass Sie bitte klarstellen, es sind 5 Minuten oder wie? Ja, es ist eine Kurzvorstellung. Wir machen jetzt hier keine halbe Stunde Bewerbungsgespräch. Also insoweit nochmal klarstellen für alle. Jeder hat 5 Minuten. Frau Dr. Lila Farkas wird starten, dann Herr Thomas Lazinski und dann Herr Bratzka. Bitte schön, Sie haben das Wort. Danke schön. Am besten ans Mikrofon, weil alle wollen Sie gut verstehen können. Und wenn wir bilateral reden, ist das zwar für mich schön, aber für den Rest des Rates wenig. Bitte schön, Frau Farkas. So, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadtratsmitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, so danke für diese Möglichkeit für eine Kurzpräsentation. Ich versuche das tatsächlich unter 5 Minuten halten. Seit 2001 lebe ich hier in Dresden. Bin 52 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und eine Hündin. Meine Familie unterstützt mich bei allen Aufgaben mit allen Kräften. Was bringe ich in diese Aufgabe mit? Nach Medizinstudium und Promotion in Budapest und Heidelberg habe ich in der Forschung gearbeitet und danach noch berufsbegleitend ein Managementstudium, MBA in Unternehmensführung, auch hier in Dresden absolviert. Ich bringe sehr langjährige Führungserfahrungen auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene in den Bereichen Planung und Umsetzung von Strategien und strategischen Großprojekten, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Etablierung, Weiterentwicklung von Dienstleistungen für Innovation, Technologietransfer, Ausgründungen, Schwerpunkt innovative Ausgründungen, sowie in der öffentlichen Verwaltung. Große, komplexe digitale Transformationsprojekte habe ich hier in Dresden an der TU Dresden, Max Planck und Leibniz Einrichtungen geplant, gesteuert und umgesetzt, damit die Prozesse effizienter und kostengünstiger wurden. So, diese Erfahrungen bringe ich mit. Wie sehe ich diese Aufgabe? Für mich dieses Amt ist eine Aufgabe für Planung, Koordination, Steuerung der Ressourcen, die Prioritäten der verschiedenen Interessen, häufig auch konfliktierende Interessen. Und diese Aufgabe möchte und soll ich gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, mit dem Stadtrat, mit Ihnen hier, mit den Beigeordneten, mit den Ämtern und Behörden, Interessenvertretungen und mit den Bürgerinnen und Bürgern hier in Dresden. Und warum ist diese Aufgabe so wichtig, gemeinsam Parteien, Fraktionen übergreifend zu machen? Die aktuelle
Krisen, die aktuelle komplexe Herausforderungen und Aufgaben erfordern tatsächlich und ehrlich reale Fächer- und bereichübergreifende Aufgabe. Und diese Art und Weise möchte ich hier weiterentwickeln und weiter stärken. Ich habe diese Kommentare bei der Wahl im Januar auch gehört von den anderen Beigeordneten. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass das hier tatsächlich möglich wird zukünftig. Was sind meine Ziele? Grundsätzlich stehe ich für, weil ich für diese Bereiche Wirtschaft, Sicherheit, Personal und Digitalisierung zuständig werde, eine klimafreundliche Wirtschaft und ein wirtschaftsfreundliches Klima hier in Dresden weiter stärken, weiter zu entwickeln. Grundsätzlich möchte ich dafür die Wachstumspotenziale erkennen und nutzen und Innovationskraft von Behörden, Verwaltungen mit Unternehmen. Besonders möchte ich stärken die Potenziale in der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftseinrichtungen hier in Dresden nutzen. Und diese Tätigkeit möchte ich so, dass in allen Bereichen die nachhaltige Entwicklung gesichert wird, damit wir unsere Ergebnisse tatsächlich zukunftsorientiert gestalten können. Konkret im Bereich Wirtschaftsförderung möchte ich besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Sicherung der Weiterführung der Förderprogramme weiter stärken. Die sind Rückgrat der Weiterentwicklung hier in Dresden. Natürlich möchte ich die Erfolgsgeschichte, Ansiedlungen, Unternehmenserweiterungen hier am Standort Dresden mit besonders erfolgreichen, großen, innovativen Unternehmen wie Infineon weiterführen, gerade in diese starke Branche wie Halbleiterindustrie, weitere Unternehmungen hier nach Dresden holen. Aber nicht nur in den schon traditionell starken Branchen möchte ich Unternehmen erhalten und neue hier holen. Auch Kreativwirtschaft und Gesundheitsindustrie möchte ich mit neuen Impulsen stärken und weiterentwickeln. Dafür hat Standort Dresden sehr großes Potenzial, besonders in Innovation. Natürlich möchte ich die Standortvermarktung weiterführen und stärken. Ich möchte die Gewerbeflächen, die schon vorhanden sind, modernisieren, neue erschließen mit modernsten Technologien und Infrastrukturen, damit die Wirtschaftsunternehmen erfolgreich ihre Aufgaben und ihre Weiterentwicklung umsetzen können. Im Bereich Digitalisierung sehe ich die Aufgabe als eine Meta-Aufgabe. Bitte das dann heißt, so langsam zum Schluss kommen, weil der Fairness halber und die fünf Minuten sind schon eine Weile vorbei. Man denkt gar nicht, wie schnell 5 Minuten vorbei sein können. Deswegen wäre es lieb, wenn Sie es jetzt abbinden. Dankeschön. Als nächster darf ich Herrn Laczynski bitten, sich vorzustellen. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die sächsische Gemeindeordnung ist die wesentliche Rechtsgrundlage für die Gemeinden und die kreisfreien Städte in Sachsen. Die Gemeinden sind ein wesentliches Glied unseres demokratischen Rechtsstaates. Man könnte daraus schließen, dass die Vorgaben der sächsischen Gemeindeordnung demnach auch in Dresden Gültigkeit haben sollten. Wie einige Fraktionen hier in Dresden mit diesen Grundregeln der Demokratie umgehen, werden wir heute sehen. Laut § 56 Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung sollen die Vorschläge der Parteien und Wählervereinigungen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Stadtrat berücksichtigt werden. Die Vorschläge der AfD als größte Fraktion hier im Stadtrat wurden bei den bereits gewählten 5 Beigeordneten bisher noch gar nicht berücksichtigt. Spätestens jetzt wäre es also an der Zeit, dass die AfD ihr gesetzlich verbrieftes Vorschlagsrecht nicht nur ausübt, sondern dieser Vorschlag auch Berücksichtigung findet. Die heute hier zu besetzende Stelle für den Beigeordneten für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit wurde in der öffentlichen Wahrnehmung oft als Wirtschaftsbürgermeister tituliert. Für mich steht vollkommen außer Zweifel, dass Dresden als Zentrum des Silicon Saxony sich auch weiterhin auf die Ansiedlung von Unternehmen, insbesondere aus der Halbleiter- und Informationstechnologie, auf ein attraktives Umfeld für Ausgründungen und Startups,
aber auch für den Erhalt der mittelständischen Unternehmen in unserer Stadt konzentrieren sollte. Der Begriff Wirtschaftsbürgermeister verkennt aber die größte Herausforderung der Stadt, insbesondere der Stadtverwaltung, in den nächsten Jahren. Denn normalerweise müsste die Stelle, ähnlich wie in einigen bayerischen Städten bereits passiert, als Digitalbürgermeister bezeichnet werden. Die Digitalisierung, insbesondere die Digitalisierung der eigenen Verwaltung, ist die größte Herausforderung der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren. Insofern ist es schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass mit der Hauptsatzungsänderung der Begriff Digitalisierung jetzt neu in der Amtsbezeichnung des Beigeordneten mit auftaucht. Ich bewerbe mich heute hier, um dieses Thema über den bloßen Titel hinaus auch mit Leben zu befüllen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine Führungsaufgabe, muss sogar eine Führungsaufgabe sein. Denn nur wenn Digitalisierung in der Verwaltung von der Führung gelebt und durch strukturelle und organisatorische Vorgaben unterstützt wird, können Berührungsängste abgebaut und die notwendige Akzeptanz für neue Arbeitsabläufe bei den Mitarbeitern geschaffen werden. Wenn aber Verwaltungsdigitalisierung so verstanden wird, dass bestehende analoge Prozesse lediglich technologisiert werden, also Anträge statt in Papierform nur online ausgefüllt werden, Vorgangsakten statt per Hauspost nur per Mail verschickt werden, werden wesentliche Potenziale der Verwaltungsdigitalisierung verschenkt. Die Digitalisierung der Verwaltung muss ganzheitlich gedacht werden. Ämterübergreifendes, kollaboratives Arbeiten auf einer und derselben Plattform mit standardisierten Prozessen zur Vorgangsbearbeitung. Gleichzeitige Bearbeitung von Vorgängen mit einem höchstmöglichen Grad der Automatisierung und die Minimierung verwaltungsinterner Schnittstellen als Zielstellung auf der einen Seite, digitale Selbstbestimmung und das Recht auf ein analoges Leben für die Bürger, die ihre Gewohnheiten nicht mehr ändern können oder diese Entwicklung grundsätzlich skeptisch sehen, als zu berücksichtigende Aspekte auf der anderen Seite. Wenn wir in Dresden in den nächsten Jahren die Potenziale des digitalen Wandels für die Verwaltung nur ansatzweise ausschöpfen, sollten Debatten über zusätzliche Anmietung von teils abrissreifen Gebäuden für zusätzliche Verwaltungsunterbringung der Vergangenheit angehören. Effiziente, transparente Verwaltungsstrukturen und eine kommunikative, dienstleistungs- und bürgerorientierte Verwaltungskultur. Das ist mein Verständnis von Verwaltungsarbeit und dieses Verständnis möchte ich gerne in die Verwaltung unserer Stadt hineintragen. Die Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung, sowohl in den Amtsstuben, aber insbesondere bei den Feuerwehren, sollten immer die Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen, die sie brauchen und die Wertschätzung von der Stadtspitze entgegengebracht bekommen, die sie für ihre gute Arbeit verdienen. Das ist das Mindeste, was ich für die Kameraden unserer Feuerwehren machen kann und machen werde. Wohlwissend, dass ich die großen Fußstapfen, die Herr Sittel mit seinen 21 Jahren Berufserfahrung hinterlassen hat, kaum werde füllen können. Das wird keiner der heutigen Kandidaten. Umso bedauerlicher ist es, dass die CDU aus parteitaktischen Gründen Herrn Sittel in derart unwürdiger Form vom Hof gejagt hat. Heute können Sie zeigen, ob Sie bereit sind, die Weichen für einen digitalen Wandel in unserer Stadt zu stellen oder ob Sie aus parteipolitischen Kalkül heraus die demokratischen Spielregeln unserer sächsischen Gemeindeordnung brechen, unter dem Vorwand, die Demokratie schützen zu wollen. Ich bin mir sicher, Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank. Und damit darf ich Herrn Bratzke bitten, auch dass er sich 5 Minuten vorstellt als dritter Kandidat für das Amt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Staatsrätinnen und Staatsräte, sehr geehrte Damen und Herren. Mikro? Geht? Ja. Ja, was verbindet die Themen Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Sicherheit? Es sind Zukunftsthemen für unsere Stadt und für die Menschen, die hier zu Hause sind. Was das für mich heißt, will ich an einigen ausgewählten Beispielen für Sie deutlich machen. Eine stabile Wirtschaft ist die wichtige Grundlage für unsere Stadt und für aktuell 280.000 Beschäftigte hier in Dresden und für ihre Familien. Das Zukunftsthema dabei heißt Fachkräftesicherung. Der Wettbewerb um die besten Köpfe wird weiter zunehmen. Dafür brauchen wir gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und die Menschen, die wir hier gewinnen wollen. Da bringe ich einiges mit als aktueller Leiter der Agentur für Arbeit hier in Dresden. Wir dürfen zu Recht stolz sein auf die Leuchttürme, die wir hier in der Stadt haben, die Beschäftigung schaffen. Aber der Kampf um die besten Köpfe, der darf nicht zulasten der kleinen Unternehmen, der mittleren Unternehmen und des Handwerks gehen. Dann verlieren wir alle. Wir brauchen eine klare Haltung, die auch Selbstständige unterstützen und die Gründung und Entwicklung von Unternehmen fördert.
Wir haben in dieser Stadt ein hervorragendes Netzwerk in der Fachkräfteallianz und eine gute Zusammenarbeit in der Wirtschaft und mit vielen Partnern. Dieses Netzwerk durfte ich in den letzten Jahren mitgestalten und ich freue mich, das auch zukünftig in neuer Funktion weiter tun zu können. Personal, was ich eben für die Wirtschaft gesagt habe, das gilt genauso auch für die Stadt selbst. Doch hier gibt es den Kampf um die besten Köpfe. Das Organisationsentwicklungskonzept der Landeshauptstadt hat hier hervorragende Zielbilder, die ich gern mit meinen Erfahrungen mit umsetzen helfe. Ich unterstütze gern eine bürgernahe und digitale Verwaltung, die intern und extern gut vernetzt ist und die Dinge möglich macht. Es geht um das wichtige Zukunftsthema, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver und ein qualifizierender Arbeitgeber zu sein, wo es Freude macht, auch hier in der Stadtverwaltung zu arbeiten. Dazu gehört für mich eine Kultur der Wertschätzung, des Vertrauens, einer guten, motivierenden Führung, die dann auch zu guten Ergebnissen führt. Ich freue mich auf viele gute Begegnungen und die Zusammenarbeit auch mit den Gremien. Digitalisierung, auch das Zukunftsthema, eine digitale Verwaltung ist für mich durchgängig digital, vom Eingangskanal am Ende bis zum Bescheid und bis zum Ergebnis. Das kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume geben, um auch mehr Zeit für persönliche Beratung zu haben. Als Arbeitsagentur sind wir auf dem Weg, alle Prozesse digital zu gestalten und dabei auch die Mitarbeitenden mitzunehmen. Digitale Akten sind bei uns seit Jahren selbstverständlich. Ich habe bei den Gesprächen in fast allen Stadtratsfraktionen gemerkt, wie sehr Ihnen das Schuh bei diesem Thema auch drückt. Wenn Sie mir die Chance geben, werde ich Prozesse, Terminketten und auch Pläne hinterfragen und möchte diesem Zukunftsthema gern mehr Tempo geben. Feuerwehr und Katastrophenschutz sind auch unmittelbare Daseinsvorsorge für die Menschen in dieser Stadt. Und aktuell gibt es immer mehr Krisen, also ist auch das genau ein wichtiges Zukunftsthema. Für alles gilt, wir brauchen engagierte Menschen, die diese Aufgaben gut umsetzen. Und wir brauchen eine gute Verknüpfung auch von Haupt- und Ehrenämtern, wie es zum Beispiel bei uns in Feuerwehr und Katastrophenschutz auch zu erleben ist. Was zeichnet die Themen im Geschäftsbereich noch aus? Für mich sind das alles spannende, interessante und motivierende Herausforderungen und Aufgaben. Wer mich kennt, der weiß, dass mich neue Aufgaben und Herausforderungen reizen und dass ich mich gern dort einbringe, wo ich etwas bewegen kann, gern gemeinsam mit Ihnen. Was bringe ich dabei mit? Was können Sie von mir erwarten? Erstens eine fundierte juristische Ausbildung, dann viele Erfahrungen aus 25 Jahren Führungstätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit an ganz unterschiedlichen Stellen, ein vernetztes Denken und Handeln. Mir ist eine gute Zusammenarbeit wichtig. Ich bin neugierig auf Menschen und freue mich auch über unterschiedliche Sichtweisen. Und ich habe klare Werte und eine Grundhaltung, die auf Verantwortung für die Nächsten und für die Umwelt beruhen. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es auch euch gut. So steht es in einem alten Buch. In diesem Sinne möchte ich gern Verantwortung als Beigeordneter übernehmen für wichtige Zukunftsthemen, für unsere Stadt. Und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Vielen Dank. So, damit wäre die Vorstellung beendet. Vielen Dank nochmal allen drei Kandidaten für die Bereitschaft und auch für ihre Überlegungen zur Amtsführung. Wir hatten gesagt, wir machen ausschließlich Vorstellung. Deswegen wäre es jetzt an der Zeit, dann auch zum Wahlgang zu schreiten. Sie haben einen Stimmzettel oder Sie bekommen dann einen Stimmzettel. Der hat logischerweise drei Namen drauf. Sie haben aber nur eine Stimme und müssen sich entscheiden, wem Sie das Vertrauen geben. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die Mehrheit der anwesenden Stimmen hat. Und das werden wir jetzt starten. Und ich darf bitten, dass die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufgerufen werden.
und dann die erste noch mal kontrollieren, dass eben die Wahlurne leer ist. Bitte schön, der Wahlgang ist eröffnet. Frau Arnert, Frau Apel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Treves, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilge, Herr Göhler, Herr Hannig, Herr Hans, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kiesling, Frau Krause, Nils Gröber, Herr Krüger, Leo Lenz, Herr Lehmann, Herr Lichti, Herr Lippmann, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühlbach, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nitsche, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Scholbach, Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm, Herr Vetterlein,
Frau Dr. Vogel, Frau Wagner, Frau Walter. Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert. So haben alle Stadträtinnen und Stadträte von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Das sehe keinen Widerspruch. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Auszählung. Wir würden jetzt abwarten, bis wir das Auszählergebnis haben und dann erst weiter fortsetzen.
So, meine Damen, meine Herren, ich bitte die Plätze wieder einzunehmen, sodass ich Ihnen das Ergebnis der Wahl zur Beigeordneten für den Geschäftskreis Wirtschaft, Digitales Personal und Sicherheit mitteilen kann. Ausgegeben sind 65 Stimmen, 2 waren ungültig. Auf Frau Dr. Lila Farkas entfielen 14 Stimmen, auf Herrn Thomas Laczynski 15 Stimmen und auf Jan Pratzka 34 Stimmen. 33 wären nötig gewesen. Insoweit darf ich ganz herzlich gratulieren, Herr Pratzka, für die Wahl. Und darf Sie fragen mit dem laut und deutlichen, ob Sie die Wahl annehmen. Dann herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns darauf, dann hier vorne wieder komplett zu sein und auf Ihren Dienstantritt dann in Kürze. Damit ist der Tagesordnungspunkt 3 umgesetzt. Ja, der Oberbürgermeister.